und wieder Logo. Das heißt Holger. Mhm. Welche für ihre Füller bekannte Marke wurde 1832 in Hannover gegründet und zeigt in ihrem Logo einen großen Wasservogel? Pelikan. Das ist richtig. Das ist auf Lila. Jetzt auf Lila vor. Welche beiden spanischen Orte wurden berühmt durch den Ferry-Werbespot? Villa Bajo und Villa Riba. Richtig. Gott, was ist das denn? Ich glaub, Fernsehgeschädigt. Ach, grün, ja sogar grün, genau. Wie viele Türme hat das Schloss im Disney-Logo? 5, 9 oder 13? Boah, so viele? Das musst du aber echt raten, oder? Mit den 9. Das ist richtig, auf Gelb. Das Logo welcher Website, auf der Nutzer Filme bewerten können, zeigt nur die Farbe Gelb und 4 Buchstaben. Das Nutzer welcher Website? Ach, IMDb. Ja, sehr gut. Ja, genau. Komplett abgearbeitet. Hey, so, siehst du, so geht das. Markengeschädigt hier. Ja, wirklich. Da haben wir auch wieder eine Filmfrage. So, jetzt haben wir hier, da sehen wir das hier. Gut, ist das ein Logo? Oder? Ja, das wird ein Logo sein. Gut, ich stelle mal die Frage A an dich, Jano. Wie lautet die Marke? Ja, okay. Ja. Ja, Rittersport. Ja, ist richtig. Rittersport, genau. Ja. Dann darfst du einen weiter. In welcher Sorte Rittersport findet sich ein Butterkeks? Na gut, das muss ich. Ich weiß, dass die braun ist. heißt die einfach Butterkeks? Nee. Scheiße. Nee, nicht Butterkeks. Keks. Irgendwas mit Keks wahrscheinlich. Scheiße. Ja. Und den Daumen oben drauf. Ja gut, die Frage weiß ich. Weiß ja nicht, was noch kommt. Schokokeks? Nein. Fuck. Butterkeks. Nein. Nee. Knusperkeks. Knusperkeks. Ah, sehr fuck, gut. Ich wusste, dass die gelbe Knusperflakes heißt. Dann darfst du auf grün, auf das nächste Grün. Auf das nächste Grün. Ah, jawohl. Welche drei Arten von Nüssen findet man in ganzen Stücken in Rittersport-Schokolade? Oh Gott. Ich muss alle drei nennen. Ja. Ganzen Nüssen. Ist auf jeden Fall Haselnuss dabei. Ja. Ganzen Nüssen, Rittersport. Meint der Rittersport? Ja. Okay. Ja, klar, das ist eine Werbeveranstaltung. Ja. Wenn du alle richtig hast, kriegst du 50 Rittersport. Was? Ritter? Die haben doch, ja, die haben diese Vollnuss, die sind generell teurer als die normalen, aber was haben die denn da noch alles drin? Okay, dann. Ah ja, beliebte Sorte ist Macadamia. Ja. Das wollte ich gerade sagen. Das ist ja, und jetzt, aber haben die ganze Erdnüsse drin? Ich glaube nicht. Ich trage trotzdem Erdnuss. Nein. Ah, Mandel. Ah, Mandeln wäre das dritte. Nein. Wir waren ja schon durch, insofern. Sehe ich nicht noch die letzte? Nee. Nee. Schade. Nee. Was wäre das gewesen? Oder darf man Mandeln. Nee, die letzte. Ach so, die letzte Frage wäre gewesen: Rittersport wurde 1912 gegründet. Doch welches Markenzeichen wurde erst 1932 eingeführt? Wahrscheinlich das quadratische. Die quadratische, quadratische Form, genau. Okay, dann stellt Jano wieder die Frage. Es zur Zeit steht da. Es geht wahrscheinlich um Uhren oder so. Welches Frühstückchen gibt es der Werbung nach oft morgens um 9:30 in Deutschland? Ah, oh, Knopper. Ja, das ist richtig. Das Logo wäre... Also, du bist. Ich bin weiß. Das Logo welcher Marke, die für ihre Minzplättchen bekannt ist, zeigt eine Uhr? After Eight. Richtig. Das ist grün, ne? Ja. Welche Produktpalette von Maggi verspricht innerhalb kürzester Zeit eine warme Mahlzeit am Tisch, indem sie mit Wasser aufgegossen wird? Die 5-Minuten-Theorie. Richtig, ist aber ganz schön einfach gerade. Wer das gesuchte Objekt in einer Werbung sieht, wird feststellen, dass es immer auf 9.41 Uhr gestellt ist. Welches Objekt ist gesucht? Das könnte man auch wissen. 9.41 Uhr? Die Kameraleute... Wissen es offensichtlich. Wer das gesuchte Objekt in einer Werbung sieht, wird feststellen, dass es immer auf 9.41 gestellt ist. Welches Objekt ist gesucht? Das würde irgendeine Armbanduhr sein. Aber keine Ahnung, das sehen. Ja,
Machen wir eine absolute Ruhe hier, bitte. Ja, After Eight hat auch so eine Uhr drauf, oder das wird es nicht sein. Ja, dann sage ich After Eight. Aber es wird es nicht sein, weil es ist ja After Eight. Hätte ich jetzt auch gedacht. Scheiße. Ist die Antwort schon mal weg? 9.41 Uhr. Welches Objekt ist immer auf 9.41 Uhr gestellt? Richtig. In der Werbung. In der Werbung. In der Darstellung. Swatch. Keine Ahnung. Das iPhone. Ach was. Was? Das ist mir nie aufgefallen. Warum? Das ist ja dämlich. Das wusste ich nicht. Nee, das ist ja dämlich. Hätte ich da wirklich nie das bekommen. Das wissen die Kameraleute. Ja. Die kriegen so viel Geld. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.